Kiwi hat eine Menge Geld angespart. Auf zwei verschiedenen Konten hat er diese Beträge. Er kann sich damit einiges leisten, doch wie viel Geld hat er eigentlich in Wirklichkeit insgesamt? Die Frage kann ich nicht einfach so beantworten. Dazu wäre es gut, wenn ich diese Zahlen schriftlich zusammenzählen könnte. Und das kommt in diesem Video neben der schriftlichen Subtraktion, die später kommt. Und so addierst du große Zahlen. Zunächst mal habe ich das hier so in so einem Kästchen gemacht und da habe ich die ganzen Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender und Hunderttausender reingeschrieben. Natürlich könnte man noch weitermachen, aber ich bleibe jetzt mal bei Hunderttausender, weil ich weiß, dass meine größte Zahl eine Hunderttausenderzahl sein wird. Als nächstes schreibe ich die erste Zahl ganz sauber unter die Einer, Zehner, Hunderter und so weiter auf. Und die zweite Zahl genau darunter. Wichtig ist, dass man wirklich exakt untereinander schreibt. Nun kommt eine Freizeile und anschließend macht man so eine Strecke darunter und das soll sozusagen das Ergebnis ergeben. Das Ergebnis dieser beiden Summanden ist natürlich der Summenwert und den will ich jetzt rausfinden. Ich rechne erstmal die Einer zusammen. 8 plus 7, das ist 15. 5 schreibe ich hin. Und eine 1 gemerkt schreibe ich auf diese Freizeile drauf. Als nächstes rechne ich 1 plus 8, das ist 9, plus die 1, die ich mir gemerkt hatte, das ist 10. Also schreibe ich eine 0 hin und merke mir eine 1. Nun mache ich 6 plus 0 plus 1, das ist 7. 4 und 4 ist 8. 3 und 2 ist 5. Und wenn hier nichts steht, denke ich mir eine 0. 0 und 1 ist 1. Ich musste hier übrigens keine 1 auf die Zeile schreiben, da 6 und 1 nicht die 10 überschritten hat. Manchmal könnte es sein, dass die Zahlen sogar die 20 überschreiten, dann merke ich mir eben eine 2 hier unten. Die Geschichte von Kiwi ist noch nicht ganz zu Ende gezählt. Kiwi hat nämlich jetzt ja 158.705 Euro insgesamt. Was er sich jetzt Neues leistet, ist ein neues Auto. Das kostet ihm übrigens fast 22.000 Euro. Aber da ist der Betrag ja natürlich noch ein bisschen krummer und damit ich das ausrechnen kann, brauche ich auch noch schriftliche Verfahren zur Subtraktion und das kommt jetzt im Video. Und so subtrahierst du große Zahlen. Zunächst einmal schreibe ich wieder meine Kästchen, die Einer, Zehner und so weiter rein und werde erstmal den Minuend aufschreiben. Als nächstes lasse ich zwischen Minuend und Subtrahend eine Freizeile. Dann schreibe ich ein Subtrahend auf. Zeichne wieder so eine Strecke ein und als nächstes mache ich wie folgt. 5 minus 9, das geht nicht. Aber 15 minus 9 würde gehen, da würde nämlich 6 rauskommen. Und daher muss ich mir einen Zehner leihen und das mache ich, indem ich mir hier kennzeichne, ich habe mir einen Zehner geliehen. Nun geht die Rechnung weiter. 0 minus 1 und 9, also 0 minus 10, geht nicht. Ich müsste mir also einen Hunderter leihen. Daher kann ich rechnen. 10 minus 10, das ist erstmal 0. Und da ich mir einen Hunderter geliehen habe, muss ich mir das hier nochmal kennzeichnen. Wieder habe ich das Problem, 7 minus 10 geht nicht, aber 17 minus 10 würde gehen. 17 minus 10, das ergibt erstmal 7 und ich muss mir einen Tausender leihen. Hier steht jetzt da, also ich habe hier 8, habe mir einen Tausender geliehen und ziehe noch einen Tausender ab. Also 8 minus 2, das ist 6. 5 minus 2 ist 3. Und 1 minus, naja, ich denke mir eine 0, ist dann 1. Das Ergebnis dieser Rechnung ist also 136.706 und das ist unser Differenzwert. Und das solltest du jetzt bei den schriftlichen Verfahren dir merken. Zunächst einmal ist ganz wichtig, dass du immer sauber untereinander schreibst. Und dann sollte man eine Freizeile noch lassen. Bei der Addition vor dem Summenwert, also in der vorletzten Zeile, und in der Subtraktion zwischen Minuend und Subtrahend.